Hallo und herzlich willkommen zu meinem 16. Minecraft Let's Play. So, jetzt spiele ich weiter mit meiner Himmelsstadt in Creative Mode. So, hier sind noch Zombie, Schweine. Goody. So. Hier habe ich mir überlegt, noch rechts geht's, also nach oben geht's, da ist ja das Zombie-Dings da, was wir gebaut haben. Hier rechts geht's zum Haus und hier links geht die Stadt weiter. Hier können wir natürlich immer und überall noch Sachen hintun und die Stadt vergrößern und was weiß ich. Ja, machen wir jetzt aber nicht. Jetzt bauen wir erstmal das einfach weiter. So. Okay. Weg damit. So. Shit. Jo, hier mal Glowstones hin. Jo. Also, dann erkläre ich mal eben, damit ich nicht die ganze Zeit nur baue und ihr guckt zu, wie ich mir das mit der Stadt in der Zukunft vorstelle. Sorge ich jetzt einfach mal so. Und zwar würde ich hier ganz viele Häuser bauen. Und es soll halt eine richtige Stadt sein, wo überall das gleiche ist hier. Naja, was heißt hier das gleiche? Also Glowstones und Glas, immer die Brücke. Die können wir auch jederzeit ändern und zwischendurch auch mal Gebäude, Häuser und solche Sachen wie die Zombie-Arena. Gut, oh, das war jetzt nicht so toll. Jo. Hier hauen wir jetzt mal eben noch Glas hin. Fallen immer. So, hier los. Goodie, so, jetzt machen wir hier Glas hin. Die Glowstones. So, jetzt hacken wir das hier mal wieder weg. Und dann wollte ich auch mal eine Treppe machen, so dass es ein bisschen tiefer weitergeht und ein bisschen höher so. Warum machen wir das nicht jetzt? Ja, machen wir. Okay. Zack. Okay. Jo, so. Hier könnte das schon mal weitergehen. So, hier. Ah, Mist, hätte ich da auch lassen können. Denn. Ach. Machen wir es so. Ne? Ja. Zacki, zack. Okay, so. Jo.
Hier hauen wir auch Glas drauf. Wollen wir ja nicht auch andauernd runterfallen. Ach shit, Gut. So, jetzt hier die Treppen hin. Na, wo sind sie denn? Ey, die sind doch... Ach, ich bin so blöd. So. Knicks, knicks, ach shit. Knicks, knicks, dahin donnern. Guri. Jo. Ich hab auch noch einen zweiten Kanal. Mal gucken, wenn ich jetzt dran denke, schreibe ich auch mal einen Link in die Beschreibung. Da Hilfen zu Programmen bzw. Tutorials zu Programmen für Windows. Und den Kanal teile ich mir mit meinem Freund. Der ist Airborne 12, könnt ihr auch gerne mal bei ihm vorbeischauen und auf unserem gemeinsamen Kanal. Er macht dann die Tutorials für Mac und ich für Windows Programme. Ja, der ist jetzt am 10.08.2012 gegründet worden. Also wenn ihr da demnächst reinschaut, braucht ihr euch nicht wundern, dass da noch nicht so viel drinne ist. Um es kurz zu sagen. Rein, das ist jetzt die dritte und noch die vierte, dann wieder den Zaun und dann sage ich meine nächste Idee. Ich kann es auch jetzt schon mal sagen, muss mich nur nebenbei versuchen, ein kleines bisschen zu konzentrieren, und zwar wo ich da so eine Art Kanister in einen Pool, ja, kann man sich jetzt das und das drunter vorstellen. Was ich genau meine und wie es aussehen soll, seht ihr gleich. Knacks und hier. Ja. Okay, hier haben wir uns Glas hin. Ups, das war knapp. So. Oh, das war gerade nicht so schön. Gut. So, bauen wir schnell mal weiter. So, schon wieder ziemlich knapp. So, gut. Jo. Jetzt hier, wie ich das meine. Und zwar so, dass wir halt nicht irgendwie an der Seite ganz tief bauen, so eine Art Kanister, damit wir da drin zwar schwimmen können, aber wir jederzeit wieder hochschwimmen können, an der gleichen Stelle
alle einigermaßen gleichen Stelle wieder rauskommen. Und genau, das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber das hätte ich früher oder später eh noch gemacht. Immer mal so ein Loch rein, da können wir nicht durchrutschen aus Versehen. Und dadurch kommt weiterhin Wasser rein, besonders oben, da an der Wasseroberfläche müssen welche hin. Ich habe jetzt vor kurzem rausgekriegt, wie man nach unten fliegt, für alle, die es noch nicht wissen, mit der Shift-Taste. Ne, das ist nicht die Shift-Taste, ach, kein Plan. Mit den englischen Tastennamen kenne ich mich hier nicht so aus, jedenfalls die Taste unter der Umschalttaste, wenn man nur einen Buchstaben hier groß schreiben will, die. Also den Pfeil nach oben. So. Ja. Muss nicht ganz so groß sein. So. Oh. Okay. So. So, die Lücke ist nicht richtig gefüllt. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und bis zu meinem nächsten Let's Play. Es geht gleich weiter.